Das kann ich Oh, heute weißt du was? Ich ship das ganze Ding. Da habt ihr anderen das geschafft. Ja, ihr anderen habt's, ihr macht Ich das wollte schon. gerade sagen, also wenn die anderen es halt schon geschafft haben, brauchst du doch kein Chip zu benutzen. Also Rafim und Ömer ist wohl klar, da war noch keiner dran. Die Staub, ja, beziehungsweise die Steine, die davor liegen und der Regen, dass es eben so alles verwaschen ist, das sieht schon sehr alt aus. Da war wohl in den letzten 10 Jahren keiner bei. Man würde meinen, dass ein wie auch immer geartetes Ritual, um dem Uranager zu entweihen, hier sein Zentrum haben müsste. Nicht Denke unbedingt. nicht. Also ich meine, ein Odamakanen kostet auch so wenig Kraft, wenn man ihn gut spricht, dass man, das müsste doch unsere Magier, irgendeiner von den beiden Magiern ja locker flockig gemacht bekommen, um sozusagen sicher zu gehen. Die Gruft sieht aber wirklich geschlossen aus. Denke ich auch. Also ich denke, so die letzten 5 bis 6 Jahre war hier keiner. Vielleicht auch 10, wer weiß, ja. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wir müssen jetzt mal erstmal was wegen diesen Rondrianern machen. Wir müssen die einholen. Wenn das, wie viele waren das? Und wir müssen uns ein wenig Alkohol mitnehmen, dass uns nicht die Krankheit vom Pferd haut. Die Richtig. Rondrianer einholen wird unmöglich sein. 2 Tage Vorsprung in vollem Galopp. Entweder sind schon da oder werden ankommen, wenn wir ihnen folgen. Gerade hat Richtig, aber recht. sie wollten ja nur zur Trollmauer. Selbst wenn wir jetzt aufs Pferd springen und bis zur Trollmauer durchreiten den ganzen Tag lang, kommen wir trotzdem höchstens dort an, wenn sie auch schon da sind. Ja, das ist ja Außerdem vollkommen sind in wir eh Ordnung. dorthin unterwegs. Ja, der Punkt ist ja, dort anzukommen, bevor sie eventuell überrannt werden oder was auch immer mit ihnen geschehen soll. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wie Wie viele viele Rondrianer Odamakan waren seid ihr? das? 30, 40 über den Daumen gepeilt. 40 schwere Kavallerie, wisst ihr, was die für ein Ausmaß in der Schlacht haben werden? 40 Rondra-Geweihte? Lass die Hälfte von ihnen geweiht sein. 20 Rondra-Geweihte, schwere Kavallerie? Scheiß mal auf diese Es ganzen ist Bauern. durchaus auch möglich, dass der Feind nichts von unseren Plänen zur Evakuierung weiß. Dass sie nur versuchen, Chaos zu stiften und so viele Opfer wie möglich an die Trollmauer zu bringen. Wir sollten auf jeden Fall jemanden dahin schicken. 40 schwere Kavallerie, die können ganze Bataillone vernichten. Vor allem, wenn sie untot werden sollen. Richtig. Dann können wir diesen Boronanger hier. Die 50 Toten werden kein Problem sein, aber wenn da 40 ehemalige Rondra-Geweihte auf uns zulaufen, ich weiß nicht, was aus denen wird, aber ich möchte nicht auf der anderen Seite stehen, wenn die wiederkommen. Dann sollte jemand von uns vorreiten. Denke ich auch. Es macht keinen Sinn, wenn wir alle gehen. Wir haben immer noch eine Aufgabe zu erfüllen. Wir müssen immer noch den Rest evakuieren. Wer ist der beste Reiter und wer schafft das am schnellsten? Wir Na, sollten der nicht Reiter. alleine reiten. Beste Reiter wäre wohl ich, aber ich stimme immer zu. Und zu Alleine zweit. loszureiten. Also wie wär's denn Rafim, wenn ich, Rafim und Abelmir, wenn wir drei reiten, dann haben wir einen Magier bei uns. Wir haben einen guten Nahkämpfer bei uns und ich eben als Fernkämpfer. Und Abelmir sogar noch als halbwegs guter Nahkämpfer. Deswegen, dann wären wir halbwegs schlagkräftig, hätten Magie und ja, könnten wissen trotzdem, was sie tun wollen. Hast du nicht diese komischen Pastillen gekauft immer? Diese, wie hießen die nochmal? Du hast doch gesagt, damit wird man nicht mehr müde. Oder wenn man Ja, ganz müde. wenn man erschöpft ist, dann nimmt man davon eine, dann ist man wieder quick lebendig. Das Problem ist einfach nur, dass ich davon genau 2 Stück habe. Scheiße. Nicht so ungut immer, aber sieh dich mal an. Du faulst ja fast schon vom Pferd. Man zuckt mir die Schultern. Aber ich fühle mich so, als wenn ich noch weitermachen kann, also muss ich es tun. Ich denke auch. Und am schlimmsten Fall, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann packe ich mir Abelmir, lassen den schlafen auf meinem Pferd und dann reiten wir beide so weiter. Den Jungen kriege ich schon auf mein Schwertchen drauf. Mir gefällt das nicht. Gefallen tut mir das auch nicht, aber das gefällt mir viel besser, als wenn wir 40 schwere Kavallerie haben, als wenn der Feind 40 schwere Kavallerie hat. Und glaubt ihr wirklich, dass wir euch in Galles helfen können? Abelmir, der nie seine Schnauze halten kann, Ömer, der nirgendwo reingelassen wird Nun, und ihr habt ich. uns hier auch ganz hervorragend geholfen. Ja, aber Kennt nur zwei es, Mühlen. ja, aber guck mal, die Herrscherin von 2 Mühlen ist doch nicht der Durchschnitt. Der Durchschnitt ist doch irgend so ein Rabenmund, mit dem ihr reden könnt. Der euch Ja. maximal auf höfische Art und Weise beleidigt, dem ihr dann sozusagen nicken zugrinst und dann einfach sagt, ja, und wir kriegen das jetzt hin und wir machen das jetzt und dann weiterreißen und euch einfach denkt, Arschloch. Da können wir uns noch glücklich drüber schätzen. Nun gut, nun gut. Dann werden wir uns hierum kümmern. Hey, und wenn was ist, unterlasst uns einfach in jedem Dorf irgendwie sozusagen einen Botenreiter, der uns irgendwie was nachrichtenmäßig sagen soll, wenn irgendwie eine Nachricht ist, die wir brauchen. Können unsere Magier da nicht was machen? Magier können sich doch über weite Entfernung unterhalten mit magischen Dingen, oder nicht?
Gibt's sowas nicht? Ich bin mit gar nicht da, deswegen. Ja, ich schaue auch immer an, der weiß alles. Hä, was? Ja, natürlich gibt es ja Möglichkeiten, aber ich weiß nicht, ob irgendeiner der Magier, die sind ja beide Weißmagier, ob die den Nutziavolo beherrschen oder auch nur mit dem Arsch angucken, wahrscheinlich nicht. Ja, man zuckt mit den Schultern ganz nebenbei. Ich glaube nicht, dass unsere Magier das können, weil ich habe noch nicht davon gehört, dass sie das können. Könnte halt ihr... Was ist mit den Nutziavolo? Ist das... Achso, die sind da hinten beide beschäftigt mit dem Zaubern. Ja. Na gut, sprechen wir sie gleich an, fragen wir sie gleich. Was haltet ihr davon? Halt der Zauber doch auch ein gewisses Maß an Herbeirufung, oder? So bin ich ja ganz falsch, das müsst ihr die Magier fragen. Was haltet ihr davon? Wir schnappen uns hier nochmal Alkohol, ich, Ömer und... aber wir reiten die Nacht durch und versuchen so viele Kilometer auf die Rondrianer gut zu machen, wie wir können. Und wenn wir sie nicht mehr einholen können, dann gehen wir nach Sancta Boronia und warten dort auf euch. Ja. Oder evakuieren Sancta Boronia, je nachdem. Ich befürchte aber, dass das nicht möglich sein wird, so wie ich die Boron-Geweihte kenne. Falls ihr aus dem einen oder den anderen Grund dort keinen Einlass findet, kehrt am besten nach Gallis zurück. Ja. Gute Idee. Was kommen wir besorgen, was Alkohol? Wir sind in der Taverne und danach kümmern wir uns um die Pferde und danach müssen wir mal gucken, dass wir erst dann losreiten, frühestens, wenn sozusagen die Pferde so ein bisschen ausgeruht sind. Die müssen ein paar Stunden ruhen, ansonsten reiten wir. Wir besorgen uns hier einfach neue. Ich glaube nicht, dass sie hier Reitpferde haben, die sie uns geben können, aber wir können mal gucken, ob wir es rekurrieren können, das recht. Wenn wir Glück haben, sind ja. Glück haben, sind einige Boten. Vielleicht haben sie einfach keine Reitpferde grundsätzlich hier, Herr Gaugraf. Ja, das wird schon. Los, komm, lass uns gucken, dass wir die Sachen organisieren. Schickt uns Abel hinterher, wenn der fertig ist mit seinem Zauber. Richtig, richtig. Der freut sich bestimmt mit uns beiden auf die Straße. Schade, dass ich sein Gesicht verpasse. Los, immer, lauf vor. Ja. Ja, währenddessen geht Kiaras die Gräber ab, vor allem die beiden, die geöffnet worden sind, und spricht die Liturgie. Ja. Ich breite die Arme aus, allumfassend im ganzen Anger, stelle mich in die Mitte, bevor ich am Boronrad schlage und anfange zu sprechen. Herr Boron, unausweichlicher, diesen Anger präsentiere ich dir. Herrin Raya, hilf mir, dass ich erhört werde. Diese Menschen wurden dir anvertraut, ihre Ruhe gestört. Wache über ihren Schlaf und schütze sie vor dem Feind, auf dass wir seine Pläne aufhalten können. Ja, währenddessen steigen dann auch Isarun und Abelmir von ihrem kleinen Hügel herunter und unterhalten sich gerade ein bisschen, während sie dann wieder auf Kiaras zutreten. Also, an magischem Wirken habe ich hier nichts erkennen können. Hier waren keine Paktierer oder sowas am Werk, also kein Vergleich mit dem, was wir damals auf dem Feld gefunden haben. Das hier war eine rein mundane Beeinflussung der Grabruhe. Es ist trotzdem erschreckend. Ja. Die sich dunklen Mächte regen. Vielleicht ist es, Isarun schaut sich einmal um, vielleicht ist es an der Zeit, dass wir den Elementar beauftragen. Wir können uns nicht sicher sein, dass hier die Grabruhe noch gewährleistet ist. Meint ihr... Wir würden einen Gutteil unserer Kraft benötigen. Ihr wisst das schon, ja, oder? Ja, das weiß ich. Und ihr wisst um unseren Zustand momentan. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen, wenn ich garantieren möchte, dass wir nicht noch mehr Untoten auf dem Mithraelsfeld entgegenstehen. Ich schaue mich mal über das Gräberfeld so um. Wie viele Gräber sind das etwa? Ja, also ich hatte es ja eben schon einmal ganz grob geschätzt, so um die 50 Stück wirst du erkennen. Nun gut. Gut, dann lasst uns einen vernünftigen Ort suchen. Guck mich mal so um. Mittlerweile müsste es auch schon dunkel sein oder werden.
Ja, also dunkel war es sowieso den ganzen Tag über schon, es hat geregnet und jetzt, wo die Sonne deutlich untergegangen ist, habt ihr euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen geredet, ein paar Informationen eingeholt. Wir werden es jetzt schon kurz vor 19 Uhr haben oder irgendwie 18:30 so. Ganz genau kannst du es nicht sagen, weil einfach die Sonne gerade nicht steht. Ja, es ist dunkel. Es ist definitiv dunkel und die Schatten werden immer deutlicher zu erkennen. Habt da auch viele Hecken, wo ihr euch hinterknien könntet, wenn ihr mögt. Und ihr seid auch definitiv alleine, wenn ihr euch mal so ein bisschen umseht. Auch Jarlan steht da vielleicht noch ein bisschen verloren neben Kieras. Der ist jetzt auch gerade mittlerweile fertig geworden mit dem Einsegnen. Und ja, Ömer und Rafim sind wohl gegangen. Wie sollten diese Leiden tun ohne Zuschauer? Meint ihr nicht auch? Naja, also... Sicher, wir sind natürlich keine Jahrmarktszauberer, die ein Publikum brauchen, aber... Je weniger Zeugen, desto besser. Es geht doch nicht um Zeugen, es ist nichts, was ich verbergen werde. Nun ja, ihr wisst, was der Boron-Geweihte letzte Mal sagte in 2 Mühlen? Es waren 2 Mühlen, glaube ich. Ihr war diesem Vorhaben nicht besonders aufgeschlossen. Nein, in Wehrheim war das, entschuldigt. Ja. Je weniger von wissen, desto besser ist es. Es mag vielleicht euer Gewissen belasten, aber das wird vergehen. Ich bin mir sicher, ihr seid für solcherlei Sachen der Ansprechpartner, ja. Wie gesagt, ich werde das nicht verbergen, aber natürlich, einige von uns hatten ja schon eine gewisse... Ja, scheu vor diesem Thema ausgesprochen. Damit möchte ich sie nicht weiter belasten. Das ist meine Sache. Gut, dann werde ich dafür sorgen, dass sich die anderen vielleicht in einer Scheune in der Stadt zurückziehen, während wir dieses Ritual durchführen. Wird jemand einverstanden? Ja. Gut, dann wartet. Ich stapfe dann zu den anderen zurück, also Jarlan und Kieras sind ruhig noch da. Aber mehr, gut. Seid ihr fertig? Ihr habt die Zeremonie verpasst. Wir haben noch etwas zu tun hier auf diesem Anger. Die Toten ruhen. Nicht für lange, fürchte ich. Ist wieder geweiht. Ich fürchte nicht für lange. Was auch immer es zu tun gibt, Karino und dieser Rune werden sich darum kümmern. Ihr müsst zurück ins Dorf. Ihr werdet zusammen mit Ömer und... Verzeiht. Zusammen mit Irma und Rafim gen Osten aufbrechen. Hat dies noch eine halbe Stunde Zeit? Nein. Was meintet ihr mit nicht mehr lange? Nun, wenn der schwarze Drache kommt, dann ist es egal, ob dieser Anger geweiht ist oder nicht. Die Toten werden an die Oberfläche kriechen und die Lebenden jagen. Dies ist meine feste Überzeugung. Das gewinne ich, dass wir dann. Ich bin überzeugt davon, dass Boron ihn aufhalten wird. Vor allem auf seinem Boden. Ihr solltet, und ich kann kaum glauben, dass ich hier Rafims Worte unterstützen muss, eher dafür sorgen, dass die 40 noch lebenden Rondrianer uns nicht als Untote wieder begegnen. Ich kann mir sehr viel Erfolg versprechen. Ich schaue unschlüssig zu Jarlan und zu Isarun. Es ist eine schwere Entscheidung. Die Toten oder die Lebendigen zu wählen. Natürlich die Lebendigen. Immer die Lebendigen, habe mir. Für die sind wir schließlich hier. Isarun schafft es alleine? Sicher. Natürlich habe ich es noch nie ausprobiert, aber mir wird gesagt, dass Elementare irgendwie von tierartigem Gemüte sind. Wir werden also sehen. Schlichte Gemüter, also redet auch mit ihnen. Ihr müsst ihnen genau sagen, was sie tun sollen. Ich lege dir beide Hände auf die Schultern. Ihr werdet das schon schaffen. Ich habe Vertrauen in euch. Danke. Wobei man sich mit Elementaren gut unterhalten kann. In Konzion war das möglich. Nun ja, es gibt verschiedene Arten von Elementaren. Niedere und höhere. Aber das würde jetzt zu weit führen.
Wir haben keine Zeit. Isarun, ihr macht es. Ja, dann würde ich auf das Dorf teils zurückstapfen. Bei Ihnen das Dorf. Gut, dann sollte, glaube ich, nur noch Isarun alleine hier sein. Haben wir gesagt, wir gehen. Okay, dann bleibt gerne da. Machen wir erstmal den Rest von euch mit Kiaras und Yalan. Magistra? Ja. Ich nehme an, ihr wisst, was ihr tut. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es tue, aber ich werde mein Bestes geben. Was habt ihr gesehen? Wobei kann ich euch helfen? Nichts, das ist es ja. Es wurde keine magische Beeinflussung dieses Ortes vorgenommen, aber ich denke trotzdem, dass irgendeinen Grund werden sie gehabt haben, gerade hier zu veranlassen, die Totenruhe zu stören. Ich fürchte, es ist nicht nur hier. Sie werden es auch an der Nord getan haben. Darin, ich zweifle ein wenig an unserem Vorhaben. Ich nicht. Ich bin sicherer als je zuvor. Aber überlegt einmal. All diese Leute, die wir aus ihrer Heimat scheuchen, aus ihren Heimen auf die Straße, ins Ungewisse hinein. Spielt das dem Rastlosen nicht eher in die Hände? Ist vielleicht nicht genau das, was sie wollen? Nein. Nein, tut es nicht. Denn wir arbeiten nicht für den Rastlosen. Wir arbeiten dafür, dass die Seelen dieser Menschen in Borons Hallen eingehen können und nicht gefressen werden von den Feinden. Wären nicht die ersten Aufrechten, die sich teeren Zielen hinters Licht haben führen lassen. Nun, wenn wir nicht dem Rastlosen in die Arme spielen, dann der Herrin der Untoten. So oder so, es ist eine schlimme Situation. Wir haben also die Wahl zwischen der Dämonenfäule und der Dunkelungspest. Und spielt es nicht der werten Travia sehr in die Hände, wenn Fremde in ein neues Land kommen und sie mit offenen Armen empfangen werden? Ihr Travia spielt es eher in die Hände, wenn die Leute in ihren Heimen bleiben können. Ah, doch Zar wertschätzt den Wandel und eine neue Heimat. Eine Reise ist doch genau das, was Arles und Zar mögen. Das mag richtig sein. Trotzdem, wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Gut. Wer genau soll wohin gehen? Ich werde mich in eurer Nähe aufhalten, nur für den Fall, dass irgendetwas schief geht. Nicht so ungut. Das weiß ich zu schätzen. Immerhin, ich habe keine Erfahrung mit Elementaren. Ja, Lana erinnert sich mit einem grausigen Gedanken zurück nach Maraskan. Elementare können gefährlich sein. Wir haben gesehen, wie effektiv sie sind auf der Silman al-Nasuri. Aber auch, dass sie korrumpiert werden können. Wir müssen also vorsichtig sein. Sie wollen, dass sie ihren eigenen Willen haben. Daran müsst ihr denken. Behandelt sie nicht wie Diener, nicht wie Sklaven. Also gut, dann. Ja, wünscht mir Glück. Ich begebe mich also an die Vorbereitungen für die Beschwörung eines elementaren Dieners. Und da ich mich in Gareth auch ein bisschen schlau gelesen habe, was man denen denn so als Geschenke bringen könnte, und ich mir im Pereine-Tempel in zwei Mühlen ein paar Heilkräuter noch mitgenommen habe, werde ich versuchen, die dem elementaren Diener als Geschenk anzubieten. Bitte der Wahl den heiligen Gilborn um Vergebung, dass ich mir das hier ansehe. Wenn es euer Gewissen allzu schwer belastet, müsst ihr das nicht tun. Ihr müsst nur eurem Gewissen folgen. Und es ist besser, mir dann Gewissheit zu verschaffen, dass auch alles gut geht, zu riskieren, ein solches Ding am Ende frei herumlaufen zu lassen. Das ist wahr. Gut, wenn ihr euch kurz abwenden wollt, ich muss dieses Beschwörungsgewand anlegen. Natürlich. Natürlich. Ja, gesagt, getan, das tue ich dann auch. Und nehme mir auch die Heilkräuter mit, die ich als Geschenk darbieten möchte.
Gut. Und während du dir mal zusammenschreiben kannst, was du alles für die Anrufungs- und für die Kontrollprobe brauchst, schalten wir einmal rüber zu Ömer und Rafim. Die haben jetzt natürlich wieder Talf betreten, schauen sich um und können vor sich wieder den Rondra-Tempel auf der einen Seite und auf der anderen Seite die geschlossene Taverne erkennen. Mal schauen, ob man den Büttel noch irgendwo sieht. Ja, also wenn du dich ein bisschen umsiehst und dann auch auf ihn wartest, wirst du dann nach ungefähr ja 3 Minuten kommt dann aus irgendeiner Scheune raus, schreit irgendeinen Bauer an und kommt dann ja genervt auf dich zu. Wir würden doch ganz gerne die Taverne anschauen. Ja. Aus inquisitorischen Gründen. Ja, inquisitorische Gründe, alles klar, dann hier im Moment. Er fischt so ein bisschen an seinem Gürtel herum, gibt dir einen großen Schlüsselbund und sucht dir da dann auch den richtigen raus. Hier, das ist er. Damit habt ihr eigentlich Zugang zu allen öffentlichen und nicht öffentlichen Gebäuden. Also jetzt so Bauernhaus oder so kriegt ihr damit nicht auf, aber wenn ihr dann noch irgendwie bei den Bütteln oder so... Rührt sich erstmal um die Taverne, da wo das Ganze vielleicht mit angefangen hat. Ja, hier, Schlüssel, viel Spaß. Soll ich mitkommen? Ja. Nee, wir brauchen aber brauchen einfach nur aufzuschließen eigentlich. Wenn dann innen drin nichts mehr abgeschlossen ist, sollte das reichen. Ja, dann komme ich kurz mit Mara kurz hier. Dann stiefelt er kurz durch den Regen, durch den Schlamm, spritzt ein bisschen. Und dann steht er davor, über euch quietscht immer noch das Schild. Und er schließt einmal auf. Neben euch könnt ihr immer noch das zerbrochene Fenster sehen. Die Glasscherben liegen von, liegen außen. Also, dass jemand von innen nach außen durchgebrochen ist. Habt ihr Reitpferde hier in dem Dorf? Nee, Pferde sind teuer, also alles, was wir irgendwie hier beackern, das machen wir mit unseren tapatischen Rindern. Die stehen okay. Da und da. Er deutet mal auf so ein paar Karren, die draußen auf der Straße stehen. Wie gesagt, viele sind auch schon losgefahren, jetzt auch schon zu später Stunde. Also der Ernst der Lage ist ihnen durchaus bewusst. Welches Dorf auf dem Weg nach Galles hat Reitpferde? Ist euch da irgendeins bekannt? Ja, also die nächste Stadt ist dann Brunfdorf. Und danach kommt dann der Markt, also das ist dann Heidengrund, da müsstet ihr eigentlich müsstet ihr da was finden. Gehe ich mal von aus, also so 2-3 Pferde werdet ihr da sicherlich kriegen. Wir hatten ja auch mal welche, aber die meisten gehören dann zu einem Rondra-Tempel und die haben sie mitgenommen. Ja gut, das macht Sinn, das stimmt. Ja gut, dann vielen Dank, ne? Ja, macht euch sonst die Heize, die Kaminen dann, wenn ihr wollt, dann ist das nicht so ganz so kalt. Wie gesagt, war ja die ganze Zeit die Tür offen und dann zieht das kalt rein, aber ihr macht das schon. Spuren haben wir alle so gelassen, wie sie sind. Gut. Super, danke. Na, sobald wir drin sind, die Tür zu haben. So, jetzt müssen wir erstmal inquisitorisch gucken, was zu essen, was zu trinken hier noch finden. Die haben bestimmt nicht alles ausgeräumt und zwinkern erstmal Graffin zu. Ich muss auch inquisitorisch natürlich nachschauen, welcher Alkohol sich hier lagert und ob dieser inquisitorisch irgendwie inspiziert werden sollte. Der muss auf jeden Fall inspiziert werden. Natürlich. Ich denke auch, wir sollten einigen mitnehmen. Wir sollten auf jeden Fall eine kleine Geschmacksprobe von jedem nehmen, was wir hier finden. Richtig. Wir sollten auch einige mitnehmen im Sinne der Inquisition. Für langfristige Testzwecke. Für langfristige Tests, versteht sich. Natürlich. Für die Inquisition. Für die Inquisition. Auf zur Küche. Auf zur Küche. Ja, wenn ihr die Tür aufstoßt, dann werdet ihr sehen, dass hier auch dicker Schimmelbefall in der Küche ist. Vor allem dann eben an der Stelle, wo dann das Brot in so dicken Körben liegt, teilweise schon aufgeschnitten und ja, dicker grüner und weißer Schimmel wuchert dann darüber. Ihr könnt mir mal eine Hauswirtschaftsprobe machen, ob ihr noch irgendwas Essbares findet. Ja, immer schaut mal hier die Luken öffnen, mal da die Luken öffnen, mal überall reinschauen, dann vielleicht sozusagen, guck mal hier. Da ist ein Schinken. Vielleicht können wir die obersten 2-3 Schichten von abschneiden, dann haben wir hier unten noch ein gutes Stück übrig. Sagt ja, vor allem, wenn ihr dann die Luke nach unten in den Keller geöffnet habt und die dann unter einem Teppich gefunden habt, könnt ihr dann in den Wurstkeller hinein, wo dann viele geräucherte Sachen herum hängen, also vor allem dann von der Decke herunter, also große Käseleiber, die dann hier stehen, auch die ganzen Metfässer, die dann hier direkt in Talf produziert werden von der örtlichen Imkerei. Alle wohl von letztem Jahr, weil in diesem Jahr gab es wohl keine Bienen. Und so könnt ihr euch dann mit den Wurst- und Käsewaren, wie auch die letzten Tage schon, eindecken. Ja, ja, guck mal hier, da der Honig. Honig wird nie schlecht. Okay, hier ist er doch schlecht geworden. Na gut, vielleicht nicht vertan. Ja, warte, lass mich den Schnaps holen. Ich suche uns mal Schnaps und Bier zusammen. Also alles, was stark ist. Also kein low-prozentiges Bier, sondern ich will wirklich Schnaps finden. Gut. Und immer so das Essen zusammen, währenddessen Rafim sozusagen die Geschmacksschnapsproben erstmal sozusagen antestet, um zu wissen, welche Fässer denn gute Sachen enthalten oder Krüge.
Ja, Rafim macht das folgendermaßen, der probiert das, denkt sich, ja, das kann man trinken und nimmt das mit. Ja, das wird dann alles nach oben erstmal hingestellt und dann später nehmen wir das mit und schütten das in unsere Fässer rein, dass wir das sozusagen besser transportiert bekommen als in 10.000 Krügen. Genau, genau. Ja, dann könnt ihr erkennen, wie die Tür quietschend aufgeht und Abelmir steht in der Taverne. Oh, Abelmir! So wird der. Ja. Wir machen schon gerade inquisitorische Proben hier. Richtig. Ich sehe. Haben wir dafür Zeit? Die Zeit müssen wir uns nehmen, denn wir müssen ja das Essen und das Trinken zusammen suchen, damit wir mit den Pferden jetzt den Rondrian hinterher reiten können. Und das so schnell wie möglich. Und wir werden auch durchreiten müssen. Dafür müsst ihr jedes Getränk probieren? Naja, das ist jetzt wohl aus inquisitorischen Gründen nicht, dass Tox von Freigeist hier Unruhe gestiftet hat und Travia so sehr geschändet hat, dass selbst die Tränke geschlecht wurden. Richtig. Ich verstehe. Die Inquisition will es. Ja, ja. Wir sollten uns trotzdem beeilen. Ja, natürlich. Wartet. Und ich greife einfach alles zusammen und kippe es in mein Fass, ganz egal, was es ist. Es ergibt die große Mischung, Raffi. Ja, wird schon schmecken. Wird schon ballern, meinst du? Ja, das auf jeden Fall. Bei den Zwölfen. Ihr habt einen Magen wie ein Braunbär. Ja, ihr wartet mal, bis ihr das trinkt. Wir müssen durchreiten. Wir können uns nicht vor der Krankheit sprechen lassen. Da haben wir keine Zeit für. Ich denke, wir werden die Pferde reiten. Ich meine, wir sind ja heute den ganzen Tag nur getrabt. Wenn wir die antreiben, schaffen wir es locker noch bis in das nächste Dorf mit Pferden. Dort werden wir dann inquisitorisch die nächsten Pferde beschlagnahmen. Dann bis nach Gallis durch, dort die nächsten Pferde beschlagnahmen und dann mal gucken, ob wir bis zur Treumauer mit denen kommen. Ich bin mal gespannt, wie es mit den Beschlagnahmen klappt. Ich glaube, die werden uns als Räuber davonjagen, wenn wir Pech haben. Das werden wir sehen. Dafür habe ich doch diesen Wisch. Warte, ich habe den irgendwo in meiner Tasche. Krabbe mal und hol meinen Wisch raus. Siehste? Ja? Gut, dass der gewachsen ist. Ja, da ist ein bisschen Käse drauf, hatte. Sag ich ja, gut, dass der gewachsen ist. Ja, der ist auch mit Käse noch gut. Ich schüttel nur den Kopf. Und ja, roll mir so ein paar Sachen in den Rucksack rein. Los geht's. Wir haben keine Zeit. Auf die Pferde! Ja, ist das mit anderen abgesprochen, Abimir? Die haben das soweit auch alle verstanden, dass wir drei jetzt losreiten. Sie haben mich geschickt, also Jala hat mich geschickt, also müssten Sie Bescheid wissen. Wir können euch unbedingt dabei haben, weil ich euch für am vertrauenswürdigsten halte von den anderen. Das ist wohl wahr. Nun, den Gallas könnten wir Ihnen eine Nachricht erlassen. Ach ja, wir sollten vorher noch ein paar Fackeln hier mitnehmen, wenn wir durch die Nacht reiten, sonst wird das eine sehr dunkle Angelegenheit. Auf dem Pferd nützt ja eine Fackel gar nichts. So, du kannst nur mit einer Hand das Pferd reiten und mit der anderen die Fackel halten. Aber die Fackel wirft dir nicht so viel Licht, dass du siehst, was vor dir ist. Ja, die behindert dich, ja. Du bist nur ein Fackelschein, der durch die Nacht reitet damit, aber du musst die Räuber wissen, dass du kommst. Genau, weil du siehst noch weniger, wenn du direkt die Fackel neben dir hast. Lass mich vorreiten, ich habe gute Augen im Dunkeln. Gut. Gut, dann auf. Ja. Gut, dann geht das mit hartem Galopp und ein paar Vorräten in Richtung Brunfdorf. Eine Reitenprobe bitte, denn die ist hier auf alle Fälle nötig, wenn ihr nachts durch den Regen mit euren Pferden einen harten Galopp anreitet. Immer hat Dämmerungssicht für eine Nacht und will deswegen auch gerne vorreiten, dass die anderen sozusagen im Gänsemarsch daherreiten.